Der Fall, von dem wir Ihnen jetzt erzählen, der könnte nach 29 Jahren tatsächlich aufgeklärt werden. 1992, da verschwand diese junge Frau hier, Lizzie Lauer, spurlos. Und jetzt, am Wochenende, da kam nach einem Hinweis Deutschlands einziger Knochenspürhund zum Einsatz, Flintstone. Und Flintstone, der hat hier an der Bundesstraße 13 zwischen Ansbach und Nürnberg gesucht und dann tatsächlich hier an einer Brücke angeschlagen. Genauer an einem Brückenpfeiler. Und an diesem Pfeiler, da ist auch das Baujahr eingraviert. Und zwar das Jahr 1992, also genau das Jahr, in dem auch Lizzie Lauer verschwunden ist. Sascha Baumann und Jörg Völkerling berichten. Bringt Knochenspürhund Flintstone den Durchbruch in einem seit 29 Jahren ungelösten Kriminalfall? Der Vierbeiner riecht sterbliche Überreste durch Wände und Erdschichten. Und jetzt hat er angeschlagen. Also die Aufgabe von Flintstone heute ist, möglichst ein Skelett zu finden, einer vermissten Frau. Die erste schwierige Aufgabe, was wir uns für heute Vormittag vorgenommen haben, ist halt das Absuchen des Randes einer Bundesstraße. Seit Sommer 1992 ist die Fränkin Lieselotte Lauer verschwunden. Jetzt die Wende im Cold Case. Knochenspürhund Flintstone schlägt an. An einer Brücke unweit ihres damaligen Wohnorts, gebaut im Jahr 1992. Der schreckliche Verdacht, wurde Lieselotte ermordet und ihre Leiche in dieser Brücke einbetoniert? Am 1. Juli 1992, kurz nach Mitternacht, kommt Lieselotte Lauer von der Spätschicht im Gunzenhäuser SEL-Werk nach Hause, hier nach Haundorf am Mehlacker 2. Die Nachbarin hört sie nur kurz ihre Dachgeschosswohnung betreten. Möglicherweise versorgt sie schnell ihre Katze. Doch schon nach wenigen Minuten verlässt sie das Haus wieder und ist dann 8 Stunden unterwegs. Mit wem, wo, weiß man bis heute nicht. Um 8 Uhr morgens kommt Lizzie nach Hause. Doch nur 2 Stunden später verlässt die damals 30-Jährige ihre Wohnung erneut und fährt ins 8 Kilometer entfernte Gunzenhausen. Eine Zeugin sieht Lizzie um 10.30 Uhr am Marktplatz. Sie ist die letzte Person, die Lieselotte Lauer sehen wird. Lizzie verschwindet danach spurlos. Kurz vor ihrem Verschwinden trennt sich Lizzie von ihrem Freund, mit dem sie 8 Jahre zusammen war, zieht in eine neue Wohnung, der Beginn eines neuen Lebens. Mysteriös? Ihr Ex-Freund berichtet nach ihrer Trennung von wiederholten Anrufen eines Unbekannten. Dort meldete sich eine männliche Stimme, ein Mann, der offenbar das Haus von Lizzie Lauer beobachtet hatte und warnte den Freund, er solle sich ihr nicht nähern, sie sei dort gerade hineingegangen mit ihrem neuen Freund. Wer war Lizzies neuer Freund und wer war der mysteriöse Anrufer? Was weiß er über Lizzies Verschwinden? Oder war er ihr Mörder? Durch Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Ermittler den Fall Lieselotte Lauer erneut auf. Mit Flintstone gehen sie den Hinweisen nach, suchen mit ihm die B13 ab. Mehrmals bellt der Knochenspürhund an der Brücke, zu der ihn die Polizeibeamten führen. Durch Flintstones Einsatz scheint die Lösung des Cold Case nach fast 30 Jahren nah und die Verurteilung von Lizzies Mörder. Denn Mord verjährt nie. Und wir haben es gehört. Seit dem 1.7.1992 wird die damals 30-jährige Lieselotte Lauer vermisst. Die Kripo und die Staatsanwaltschaft ermitteln seit Mai 2021 in einem sogenannten Cold Case-Fall und gehen von einem Tötungsdelikt aus. Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Wenn Sie solche Hinweise haben, dann wenden Sie sich an die Kripo Ansbach unter 0800 7766320.